Maler Egon Schiele und Oskar Kokoschka, der Komponist Josef Haydn und der Lyriker Theodor Cramer haben eines gemeinsam. Ihre Wurzeln liegen in Niederösterreich. Unterwegs in Österreich aus dem Landesstudio Niederösterreich führt morgen Nachmittag zu ihren Geburtsorten. Der Fernsehfilm begibt sich auf Spurensuche in der Kindheit der Künstler. Im Haydn-Geburtshaus in Rohrau wird der Film erstmals gezeigt. Kinder einer nahegelegenen Volksschule spielen hier im wahrsten Sinne des Wortes eine Rolle. Sie haben sich besonders kreativ mit dem Leben des Komponisten Josef Haydn beschäftigt. Unsere Klasse 2b der Volksschule Fischer-Menta-Straße, Bruck an der Leiter, die haben extra Perücken gebastelt. Die haben mit Feigenhölzern Haydn-Lieder einstudiert. Ja, die haben sich einiges einfallen lassen. So wie Josef Haydn ist jedem der vier in dem Film porträtierten Künstler ein Museum gewidmet. Die Seherinnen und Seher werden zu einer Zeitreise in die Kindheit der Persönlichkeiten eingeladen. Dieser Film zeigt vier großartige Künstler. Er zeigt, wo sie geboren wurden und wie sie aufgewachsen sind in unserem Land. Und das macht schon ein bisschen mehr verständlich, wie sich dann auch ihre weiteren Wege entwickelt haben. Etwa jener des Malers Egon Schiele. Als Sohn des damaligen Bahnhofsvorstandes hat er seine Kindheit im Bahnhofsgebäude Tulln, seinem Geburtshaus, verbracht. Noch heute erinnert in Tulln vieles an den wohl berühmtesten Sohn der Stadt. Auch Pöchlern hat sich als Geburtsstadt des Malers Oskar Kokoschka einen Namen gemacht. Auf Schritt und Tritt begegnet man hier den Wurzeln des weltberühmten Künstlers. Eigentlich für uns berührend und wunderschön, dass sie alle ihren Ausgang in Niederösterreich genommen haben und dass wir sie zu unserem Kulturgut zählen dürfen, das dann international Furore gemacht hat. Der aus Niederhollerbrunn stammende Lyriker Theodor Cramer hat sage und schreibe 12.000 Gedichte geschrieben. Als Sohn eines jüdischen Landarztes war sein Leben von Ausgrenzung, Vertreibung und Heimatlosigkeit geprägt. Seine Erlebnisse in seinem Geburtsort haben ihn so sehr beeinflusst, dass er sein Leben lang darüber geschrieben hat. Das war das Neueste aus Niederösterreich. Ich wünsche Ihnen im Namen des Teams einen schönen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Ich habe oft das Gefühl, dass hier Josef Haydn noch anwesend ist. Oft ist Schiele hier am Dach gelegen und hat die Gleisanlagen, die Züge, all das, was er gesehen hat, festgehalten. Theodor Cramer hat immer wieder Gedichte über seine Heimat geschrieben, im Speziellen auch über Niederhollerbrunn. Die Pöchlernerinnen und Pöchlerner schätzen natürlich sehr, dass Oskar Kokoschka hier in dieser Gemeinde geboren wurde. Ich erzähle dir jetzt eine interessante Geschichte. Vor über 280 Jahren kam hier ganz in der Nähe im kleinen Ort Rohrau ein Bub zur Welt. Der hieß Josef. Josef Haydn, der musikalische Revolutionär, Schöpfer von über 800 Kompositionen, Opern, Symphonien, Liedern und Messen. Der Erfinder des Streichquartetts, der Musik schreiben wollte, um die Menschen vom Kummer abzulenken. Der Superstar seiner Zeit, der Hofkapellmeister der Esterhazys, umjubelt in Ungarn, in Wien und auf Konzerttourneen, sogar in London. Erfindet eine Melodie und eure Musik wird schön sein und gefallen, sagt er. Und alles beginnt hier, 1732, im Dorf Rohrau im östlichen Niederösterreich. An einem 31. März. Man weiß aber nicht, vielleicht an einem 1. April. Aber er wollte nicht, dass die Menschen vielleicht glauben, dass er ein Aprilscherz ist. Am 1. April steht am ältesten existierenden Heidendenkmal und voll überbordendem Stolz, Rohrau gab ihm das Leben.
Tatsächlich gaben ihm das seine Mutter Maria und sein Vater Matthias Haydn. Josef ist das zweite von 12 Kindern. Mein seliger Vater war seiner Profession nach ein Wagner und Untertan des Grafen Harrachs, ein von Natur aus großer Liebhaber der Musik. Er spielte, ohne eine Note zu kennen, die Harfe, und als ich ein Knab von 5 Jahren war, sang ich ihm all seine simplen kurzen Stücke ordentlich nach. Das Talent bekommen Josef und auch sein Bruder Michael, der ebenfalls ein erfolgreicher Komponist wird, vom Vater. Die Liebe von beiden Eltern. Wir nehmen heute an, dass Josef Haydn hier sehr, sehr glücklich war. Das Elternhaus muss sehr liebevoll auch gewesen sein. Er beschreibt auch, es war nirgends mehr in seinem Leben so sauber, so reinlich wie im Haus seiner Mutter. Also seine Mutter war offensichtlich eine sehr, sehr gute Hausfrau, liebevolle Mutter. Das Lebensbejahende, das Liebevolle, das Erdige seiner Kindheit wird ihm bis zu seinem Lebensende bleiben. Und arm war diese Kindheit im Hause Haydn. Der Vater war 20 Jahre lang Marktrichter von Rohrau, auch in wirtschaftlicher Hinsicht nicht. Von Beethoven haben wir das, Josef Haydn wurde in einer sehr ärmlichen Hütte geboren. Aber das muss man wirklich so sehen, das war die Sichtweise von Beethoven. Weil alles, was hier zur Straße schaut, hat Matthias Haydn gebaut. Das ist Urbestand. Das ist im 18. Jahrhundert gar nicht so wenig gewesen. Das Geburtshaus ist in der Kindheit Josef Haydns das letzte oder, wenn man so will, das erste Haus des Ortes. Zwischen diesem Haus und dem etwas entfernten Schloss der Grafen Harrach stand damals kein Gebäude. Karl Leonhard Graf Harrach ist es, der dem unsterblichen Meister der Tonkunst das erste Denkmal widmet. Heute steht es am Hauptplatz von Rohrau. Und auch sonst ist die Erinnerung an Haydn im Ort allgegenwärtig. Das Geburtshaus ist ein Museum. Vor wenigen Jahren wurde es generalsaniert, der Konzertsaal neu gestaltet, moderne Elemente in den Schauräumen mit historischen Stücken kombiniert. Im Rahmen einer neu ausgerufenen Haydn-Region Niederösterreich gibt es nicht nur Konzerte hier im Haydn-Geburtshaus, sondern auch in der gesamten Region. Wir versuchen, den gesamten Bezirk Bruck an der Leitha zu bespielen. Und natürlich ist das Haydn-Geburtshaus hier ein absolutes Herzstück. Gerade mit dieser Atmosphäre hier im Innenhof ist es natürlich sehr gut geeignet, auch für Veranstaltungen im Freien. Wegen seines großen Talents wird Josef Haydn mit 5 Jahren Rohrau verlassen, um bei seinem Onkel, einem Schulrektor, im einige Kilometer entfernten Hainburg eine schulische und musikalische Ausbildung zu bekommen. Mit 7 Jahren wird Josef dann Sängerknabe bei St. Stephan und bei Hof in Wien. Danach beginnt seine Karriere als Komponist und Kapellmeister. Er kam dann als großer Mann nach seiner letzten London-Reise hier noch einmal in sein Elternhaus zurück. Und der Anekdote nach soll er sich an der Schwelle niedergekniet haben, die Schwelle geküsst haben, weil er einfach noch einmal nach Haus gekommen ist, in dieses Elternhaus, das er über all diese Jahre so geliebt hat. Josef Haydn stirbt mit 77 Jahren in Wien. Aber das ist nicht das letzte Kapitel in seiner Geschichte. 1,5 Jahrhunderte ruhte bei den Gebeinen des großen Komponisten ein falscher Schädel. Der richtige wurde nunmehr in einem feierlichen Trauerakt von Wien nach dem Haydn-Mausoleum in Eisenstadt überführt. Überall auf dem Wege des Trauerzuges standen Menschen im Festgewand. Auch in Rohrau, dem Geburtsort Haydns. Die Diebe von Haydns Schädel wollten einst sein Genie erforschen. In der Bergkirche in Eisenstadt wird sein Kopf erst 1954 zu den übrigen Gebeinen des Meisters gebettet. Und manche meinen, eigentlich sei Josef Haydn noch immer hier, in Rohrau. Ich habe oft das Gefühl, dass hier Josef Haydn noch anwesend ist. Er war immer bekannt dafür, viele Scherze zu machen. Und man ist geneigt dazu, wenn man hier schnell etwas nicht findet, dass man sagt, Josef, lass das irgendwie. Tulln, mitten in Niederösterreich.
Hier macht am 12. Juni 1890 jenes Baby seinen ersten Schrei, das später zum weltweit berühmten und bewunderten Maler Egon Schiele werden soll. Der Junge wird als drittes Kind des Bahnhofsvorstandes Adolf Schiele und dessen Gattin Marie geboren und wächst in einer herrschaftlichen Wohnung auf. Diese Wohnung war der Spitze der Gesellschaft vorbehalten und die Schwestern von Schiele, die ja bis in die 1970er, 80er Jahre gelebt haben, haben immer erzählt, die Wohnung ihrer frühen Kindheit war riesengroß. Immer wieder staunen Besucher, wie geräumig die Wohnung der Schieles war und ahnen nicht, dass diese Größe auch eine Kleinheit in sich trägt. Die Kindheit von Schiele war ambivalent, durchwachsen. Auf der einen Seite war er Zentrum von allem Bestreben der Familie, den Stammhalter gedeihlich zum Erfolg zu bringen. Auf der anderen Seite war das Verkrampfung pur. Es gab den Vater Adolf Schiele, der in einem Repräsentationswahn gelebt hat, als Bahnhofsvorstand hier in Tulln. Egon soll nur Kinder treffen, deren Eltern auch herausragende Berufe haben. Weil sich das kaum ergibt, lebt der Bub in seiner eigenen Welt. Er ist allein, jörtelt herum am Bahnhof, treibt sich am Gelände herum, erlebt diese Welt des Bahnhofs, bekommt diese weltweit neue Erfindung, Entwicklung der Mobilität mit. Seine ersten Zeichnungen, Züge. Seine erste Schule, dieses Gebäude. Es gibt keine Äußerung Schieles, wo er sagt, wie genau er seine Kindheit empfunden hat. Was er häufig dargestellt hat, ist eine gewisse Tristesse, die seine Schulsituation anbelangt. Das war der große Reibebaum. Er hat ja nicht nur einmal die Klasse wiederholen müssen, hat immer wieder Ärger mit den Lehrern bekommen. Der Egon-Schiele-Weg führt vorbei an jenen Stationen, an denen auch der kleine Junge damals immer wieder vorbeigekommen ist und zeigt, dass sich die Stadt Tulln ihrer Rolle als Geburtsstadt eines der berühmtesten Künstler Österreichs durchaus bewusst ist. Egon Schiele auf Schritt und Tritt, auch im Museum, das Schieles Lebensstationen modern, multimedial und original präsentiert. Mitbringsel für die Touristen und Geschichten für die Kunstinteressierten. Wie jene der Krankheit von Schieles Vater. Adolf Schiele hat Syphilis. Die Familie erlebt den Verfall und beginnenden Wahnsinn des scheinbar allmächtigen Vaters. Der verbrennt im Ofen der Wohnung im Bahnhofsgebäude die Zeichnungen des kleinen Egon und das gesamte Vermögen der Familie. Das ist jetzt eine Geschichte, die uns sehr hilft, Schiele als Künstler zu verstehen, Schiele als jemanden zu verstehen, der der Idylle misstraut, der all dem misstraut, was ihm erzählt wird, der Repräsentation misstraut, weil er sieht, es gibt eine Realität dahinter. Und das wird dann der zentrale künstlerische Inhalt von Schieles Porträts und Selbstporträts, nämlich das einzufangen, was sich hinter der Fassade des Menschen befindet. Egon Schiele wird Schüler im Realgymnasium in Krems. Ab 1902 im Gymnasium in Klosterneuburg. Hier wird sein Talent entdeckt. Mit nur 16 Jahren wird er an der Wiener Akademie der Bildenden Künste aufgenommen. Sein weiterer Weg führt ihn ins böhmische Krumau, dem heutigen Český Krumlov, und später noch einmal nach Niederösterreich. Es gibt einen Brief aus dem 9. November 1911, wo er schreibt, ich will weg von Wien, ich will nach Neulenkbach für immer. Hier habe ich Ruhe, hier kann ich arbeiten, hier kann ich schaffen. Das heißt, primär war Neulenkbach ein Ort, an dem er leben wollte. Er hat sich hier mit seiner damaligen Lebensgefährtin Wally Neuzil in A 48 eingemietet. Hier in Neulenkbach hat Werner Gradisch, Großneffe von Egon Schiele und Besitzer der weltweit größten Privatsammlung von Schiele-Werken, 2018 eine Ausstellung zum 100. Todestag von Egon Schiele gemacht. Die so ersehnte Ruhe war für Schiele damals aber nur von kurzer Dauer. Der Künstler eckt an,
wird 1912 wegen angeblicher Entführung und Schändung eines Mädchens in Untersuchungshaft genommen und verbringt 18 Tage in der Zelle Nummer 2 im Bezirksgericht von Neulenkbach. Eigentlich gehe ich ja schauen, ob alles in Ordnung ist hier unten, ne? Und automatisch haben wir gedacht, mit der Orange auf die Pritsche gelegt, das passt dann noch. Und so würdigt die Neulenkbacherin Lilly Heiß den Maler, der 1918, 28-jährig, an der spanischen Grippe in Wien stirbt, auf ihre ganz besondere Weise. Still, bescheiden, voll Bewunderung und Liebenswürdigkeit. Wie er ihm Schiele gesagt hat, das einzige Licht war deiner Zelle die Orange. Sie bleibt immer an Ort und Stelle liegen. Es kommt niemand, der sie aufessen will. Aber man muss halt schauen, dass sie immer schön frisch ist, nicht? Dass es ordentlich ausschaut. Das Weinviertel. In dieser Landschaft hat einer der bedeutendsten Lyriker Österreichs seine Wurzeln. Theodor Cramer hat im Laufe seines Lebens 12.000 Gedichte geschrieben. Am Neujahrstag des Jahres 1897 wird er, Thomas Mann wird ihn später als einen der größten Dichter der jüngeren Generation bezeichnen, hier im Dorf Niederhollerbrunn geboren. Der Brodenrich, der Rotwein her, der schwarze Heiß, die Liebe der, das Innenbaum, der Schritt beherzt und schafft die Worte, dass es schmerzt. Es gibt ein Familienfoto von 1897. Da war Theodor Cramer in etwa ein halbes Jahr alt. Da ist ein Fotograf aus der Kleinstadt angereist und die Familie hat sich im Innenhof aufgestellt und aufgesetzt. Als Sohn des Gemeindearztes Max Cramer und dessen Frau Babette wächst Theodor im sogenannten Doktorhaus auf. Er besucht die Volksschule im Ort und treibt sich gerne in den Hohlwegen und auf den Feldern in der Nähe seines Elternhauses herum. Dieses Aufwachsen in der Natur wird ihn lehren, das Große auch im Kleinen zu erkennen. Theodor Cramer muss wohl ein außerordentlich begabter Sinnesmensch gewesen sein. Er hat die Natur, die Landschaft, seine Umgebung, die dörfliche Umgebung, wie von einem fotografischen Gedächtnis heraus im Kopf behalten und sein Leben lang mitgenommen. Ob die Akazien blühen, ob die Disteln verwehen, keiner im Dorf hat sie jemals sich klein machen sehen. Samt ihrem Hof, ihrer Geiß, ihrem kleinen Stück Feld, zählt auch Josefa sich füglich zum Dorf und der Welt. Immer wieder wird der Cramer von Leuten entdeckt, natürlich von sehr vielen Liedermachern, weil seine Gedichte eignen sich aufgrund ihrer vokalen Melodien sehr gut zur Vertonung. Von sich erhitzt zu reden, bis die Wangen blühen und der Raum erfüllt ist von Getrön und Rauch und Weindunst. Oh, wie ist das schön! Er hat in einem Gedicht anklingen lassen, dass er nicht ganz dazugehörte. Seine Eltern sind ja zugezogen, also er war ein Zugraster. Und darüber hinaus war er auch nicht unten im Dorf, sondern hier am Rande des Dorfes, jüdischer Abstammung und der Sohn eines Arztes. Also ein mehrfaches Nicht-Ganz-Dazugehören. Er hat sich auch ein Leben lang für jene Menschen eingesetzt, die am Rande der Gesellschaft leben. Er sprach für die, die ohne Stimme sind. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich ist auch er als Jude ohne Stimme. Dem Lyriker, der im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt ist, wird ein Arbeits- und Berufsverbot auferlegt. Cramers Mutter wird 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Ob er will oder nicht,
Theodor Kramer muss das Land verlassen. Andere, die das Land so sehr nicht liebten, waren von Anfang an gewählt zu gehen. Ihnen, manche sind schon fort, ist besser. Ich doch müsste mit dem eigenen Messer meine Wurzeln aus der Erde drehen. Unter großen Schwierigkeiten kann der Lyriker nach England emigrieren und schreibt im Exil unermüdlich weiter. Erst 1957 kehrt er nach Wien zurück, wo er wenig danach, unglücklich und kaum beachtet, stirbt. Und dann wird er wiederentdeckt von jenen, die seine Lyrik so sehr schätzen. Das war Theodor Kramers Lieblingskirchenstiege. Und diese Stiege führt vom alten Zeughaus herauf zur Schule. Die Ausstellung im Geburtshaus wurde von der Theodor Kramer Gesellschaft gestaltet. Diese vergibt auch jedes Jahr im Weinviertler Ort den Theodor Kramer Preis für Schreiben im Widerstand und Exil. Und so haben viele international bedeutende Autoren wie Ruth Klüger und Laurie Sigal Kramers Geburtsort kennengelernt. Und das Land, das ihn so sehr inspiriert hat, dessen Disteln, Kamillen und Kirchenstiegen er Gedichte geschrieben hat und dessen Menschen er geschätzt hat. Ich hoffe, dass jene, die wissen, dass sie hier einen Goldschatz im Ort haben, immer mehr werden. Pöchlern, die Stadt an der Donau, sagenumwoben, im Nibelungenlied erwähnt und Geburtsstadt eines Ausnahmekünstlers. Am 1. März 1886 wird hier der spätere Maler, Grafiker, Schriftsteller des Expressionismus und der Wiener Moderne, Oskar Kokoschka, geboren. Er beginnt den Mythos seiner Geburt damit, dass es in Pöchlern einen verheerenden Brand gegeben haben soll, wo halb Pöchlern in Schutt und Asche gelegen sein soll. Tatsächlich ist es aber so, dass es gar keinen Stadtbrand gab. Das ist eine Erfindung des Meisters. Er war ja ein grandioser Erzähler und hat sich damit mit einem sehr spektakulären Ereignis quasi auf der Weltbühne gemeldet. Geschichten, Mythen, Bilder. Ihre Grundlage haben sie hier in diesem Haus, dem Geburtshaus des Künstlers. Wie lange er, der Sohn eines Handelsreisenden, als Kleinkind hier gelebt hat, spielt im Großen und Ganzen keine Rolle. Herr Kokoschka, was verbindet Sie eigentlich mit Pöchlern? Allein nur die Tatsache, dass Sie... Nur die zwei Tage, wenn ich als Neugeborener hingebracht worden bin und die Stadt abgebrannt ist und mein Onkel hat meine Mutter eingepackt in einen Wagen mit Stroh, weil sie in der Nacht war. Zeit seines Lebens liebäugelt O.K., wie er auch genannt wird, mit der sagenumwobenen Geschichte seiner Geburtsstadt. Der Nibelungenmythos passt in seinen Augen gut zu einem außergewöhnlichen Leben. In seiner Autobiografie in den 70er Jahren schreibt er ein großes Kapitel über diese Zeit in Pöchlern. Die Mutter ist aus der näheren Umgebung. Vater und Mutter waren hier zu Besuch bei Verwandten und ja, dann hat sich so ergeben, dass Oskar Kokoschka ganz einfach hier geboren wurde. Als Kleinkind zieht Oskar Kokoschka mit der Familie nach Wien, besucht dort die Kunstgewerbeschule und beginnt seine Karriere. Wien, Berlin, Dresden, Nordafrika, Paris, Prag. Er ist umtriebig, bis ihn die Nationalsozialisten als Entartetsten der Entarteten und Kunstfeind Nummer 1 diffamieren. Kokoschka übersteht diese Zeit im englischen Exil. Später wird er sagen, Österreich war für mich deswegen ungeheuer wichtig, weil der Widerstand so stark war, als in keinem anderen Land. Und um dem Widerstand zu begegnen und mich selber durchzusetzen, nicht als bekannter Maler, aber dass ich meine Qualität behalten hatte, dass ich nicht verloren gegangen bin, seelisch, das habe ich Österreich zu verdanken. Das Geburtshaus des Künstlers in Pöchlern wurde zu einem Museum und einer Galerie umgebaut. Wir versuchen jedes Jahr ein anderes Licht auf Oskar Kokoschka zu werfen. Da wir kein großes Museum sind und auch keine Ölbilder, keine tollen Gemälde uns leisten können, versuchen wir eher so ein bisschen einen intimen Blick in Oskar Kokoschkas Leben zu werfen. Bereits 1973 gründen engagierte Kunstfreunde den mittlerweile 80 Mitglieder zählenden Verein Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlern zur Erforschung und Dokumentation des Werkes des Malers.
Ich glaube, dass das ein schöner Blick ist, wenn man reinkommt auf diese Längswand, die hat. Aber die so, wenn man da vier große haben, mit 70 mal 100. Ja. Die Zusammenarbeit mit dem Oskar-Kokoschka-Zentrum der Universität für angewandte Kunst in Wien ermöglicht immer wieder neue Blicke auf das Werk des vielseitigen Künstlers. Aus hunderten hier lagernden Werken und Fotos suchen die Kunstexpertinnen die Bilder für die jährlich wechselnden Ausstellungen in Pöchlarn aus. Es ist eigentlich diese Vielfalt, weil er jetzt nicht nur Maler war, Grafiker, sondern auch selber als Literat, als Dramatiker tätig war. Das heißt, er hat so viele Kunstsparten bedient und es ist nie einseitig, es ist nie fad. Die Auseinandersetzung mit ihm, ich glaube, man könnte über hunderte Jahre Ausstellungen machen und würde immer noch wieder was Neues finden in seinem Oeuvre. Und so sehen die Besucher, die auch oft den kurzen Weg vom Donauradweg ins Oskar-Kokoschka-Haus in Pöchlarn nehmen, immer wieder andere faszinierende Kunstwerke des Mannes, der 1980 in Montreux in der Schweiz stirbt und der seinen Geburtsort nie vergessen hat. Kokoschka wurde als Österreicher geboren in Niederösterreich und hat sich im Laufe seines Lebens zu einem Kosmopoliten entwickelt. Er hat sich immer als Niederösterreicher gesehen, er hat seine Wurzeln als ganz wichtig erachtet.